Ja Leute, willkommen zurück bei Barbarian Muskrats. Heute habe ich ein Do-It-Yourself-Video für euch. Wie ich das schon am anderen Video angekündigt hatte, möchte ich meinen Jeep Wrangler outdoor-tauglich bzw. camping-tauglich machen. Dazu habe ich mir schon angefangen, gewisse Komponenten zusammenzustellen, wie ein Tarp, diverse Teleskopstangen, Zeltheringe, mit denen ich mir halt ein ziemlich cooles Vordach an den Jeep bauen werde, wo ich dann draußen sitzen kann, grillen, was zum Essen kochen, wenn ich draußen irgendwo übernachte im Wald oder wenn ich halt generell unterwegs bin. Und dazu möchte ich mir, um im Auto schlafen zu können, zwei Scheibenlüftungen bauen. Die sind im Internet relativ teuer. Also ich habe mal nachgegoogelt, teilweise kosten die um die 100 Euro rum. Und das finde ich für diesen Zweck einfach zu teuer. Diejenigen, die meinen Hauptkanal kennen, Morbid Reports, die wissen, dass ich eigentlich aus einem komplett anderen Bereich komme. Also ich hatte eigentlich mit Autos nie viel am Hut, aber der Jeep Wrangler hat mich halt komplett geflasht, eben weil er so vielseitig ist und so vielseitig einsetzbar, gerade wenn man gerne draußen unterwegs ist und eben so ein bisschen so Abenteuersachen macht und draußen so campt, im Sinne von Campen eben nicht mit einem Zelt, sondern einfach das Ganze cooler, eher wie wenn man mit so einem Van unterwegs ist. Und wie gesagt, ich komme eigentlich aus einem komplett anderen Bereich und ich sammle und restauriere Filmrequisiten und diese ganzen Sachen, die ich da eigentlich in diesem Hobby von mir anwende, möchte eben jetzt auch ein bisschen in dieses andere Thema mit einfließen lassen. Und ich finde es einfach super geil, in einen Baumarkt reinzugehen und sich von diversen Gegenständen und Komponenten einfach so mal inspirieren zu lassen und dann sich überlegen, wie kann man die Sachen kombinieren und was kann man daraus für sich selber zusammenstellen, um diese Sachen praktisch zweckzuentfremden. Und ja, da war ich jetzt, wie gesagt, in so einem Billigbaumarkt und habe jetzt insgesamt für 16 Euro Material eingekauft. Und aus diesem Material zeige ich euch jetzt, wie man sich für 16 Euro zwei super coole Scheibenlüftungen für den Jeep Wrangler baut. Und dazu müssen wir aber jetzt erstmal in meine Werkstatt gehen. Los geht's! So, in der Werkstatt angekommen, zeige ich euch jetzt erstmal die einzelnen Komponenten, die ihr für den Bau von diesen Lüftungsgittern braucht. Wie gesagt, ich habe die Sachen im Billigbaumarkt gekauft. Ich zeige es euch nochmal ganz kurz. 16 Euro. Da haben wir einmal so ein Metallgitter hier. Dann haben wir hier kleine Schrauben mit versenkbarem Kopf. Dann habe ich hier so eine Plastikleiste. Wenn man hier von der Seite drauf schaut, erkennt man das. Die ist nachher dann der untere Teil, wo man praktisch die Fensterscheibe einfädelt. Also ihr steckt diesen Teil dann unten direkt auf die Fensterscheibe drauf. In den oberen Teil wird dieses Gitter verklebt und für den ganz oberen Abschluss habe ich mir hier dieses abgerundete Metall gekauft. Das ist so eine Aluminiumleiste. Die schraube ich dann nachher auf dieses Gitter drauf. Das wird aber auch noch zusätzlich von hinten verklebt. Das ist jetzt rein mal, um auf Nummer sicher zu gehen, dass der Halt gewährleistet ist. Und zusätzlich habe ich hier noch goldene Felgenfarbe besorgt. Aus dem Grund, ich habe diesen Jeep Golden Eagle, der an den Jeep aus den 70er Jahren angelehnt ist, an den originalen Golden Eagle. Und ich denke, dass das einfach ein stylisches Gimmick ist, das komplette Teil dann eben in goldener Farbe zu gestalten. Ihr könnt das natürlich auch in schwarz oder in sonst welcher beliebigen Farbe gestalten. So, der erste Schritt ist jetzt, dass ihr diese Plastikleiste auf das herabgelassene Fenster von eurem Jeep steckt. Man kann es hier hinten auch nochmal gut erkennen. Man sollte es nicht zu weit unter den Gummi reinmachen, nur ein kleines bisschen. Und dann geht ihr einfach her und macht euch hier mit dem Filzstift eine Markierung, wie lange ihr das haben wollt, und kappt diese Kunststoffleiste dann an dieser Stelle. Der Rest, der übrig bleibt, wird dann halt eben für die gegenüberliegende Scheibe benutzt, weil dann habt ihr von beiden Seiten Luftzirkulation. So, die Markierung ist gesetzt. Jetzt braucht nur noch
die Leiste gekappt werden. Ja, das Ganze dann zweimal, für jede Scheibe einmal. Die zugeschnittenen Enden dann mit Sandpapier schön verschleifen, dass da keine scharfen Kanten entstehen. So, als nächstes geht ihr her und fädelt dieses Gitter hier schon mal probehalber ein. Und danach setzt ihr euch hier die Markierung, wie ihr euch das von der Breite zurechtschneiden wollt. Es ist so, das Gitter ist relativ hoch. Ich bringe praktisch beide Gitter raus und werde hier in der Mitte auch nochmal einen Schnitt setzen, dass ich jeweils zwei gleiche Teile, dann habe ich für jede Seite ein Gitter und danach verklebe ich die Sachen dann. Diesen Grat sollte man auf alle Fälle entgräten, dass das nicht scharf ist, dass man sich die Dichtungen am Scheibenfenster nicht kaputt macht. Und zum Ausschneiden solltet ihr auf alle Fälle eine richtig scharfe Metallschere zur Verfügung haben oder eventuell sogar eine kleine Flex oder irgendwas, mit dem man halt vernünftig Metall schneiden kann. Ja, hier jetzt nochmal kurz die Trennlinie, einmal hier und einmal hier. So, wenn ihr alles richtig gemacht habt, habt ihr danach zwei gleich große Hälften. Das Ausschneiden ist eigentlich die Arbeit, die am meisten Zeit beansprucht, und das ist wirklich unangenehm, weil eben da scharfe Kanten entstehen, die ihr am besten nachher entgraten solltet, auch wenn die verklebt werden, aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht, vorsichtshalber. So, als nächstes verwendet ihr dann eine Eisensäge, um euch praktisch diese beiden Teile hier auf die richtige Länge zuzuschneiden. Ja, und somit ist schon die größte Vorarbeit für die beiden Lüftungsgitter getätigt. Als nächstes gehe ich jetzt her, nehme hier die Schrauben und schraube die oben schon mal fest, damit es fixiert ist. Zum Verkleben auf der Innenseite werde ich Holzleim verwenden, aus dem Grund, der wird richtig fest, löst sich nicht leicht. Für die untere Seite werde ich Heißkleber verwenden, aber richtig heiß werden lassen, diesen Heißkleber. Dann in diese Schiene reinspritzen, den Heißkleber, und dann das Gitter reinstecken. Wenn der Heißkleber richtig warm ist, dann verbindet er sich richtig gut mit dem Kunststoff. Zusätzlich werde ich aber trotzdem auch hinten nochmal Holzleim drauf machen. Für den einen oder anderen klingt das etwas verwunderlich. Ich mache solche Sachen aber, wenn ich meine Filmrequisiten restauriere und meine Dioramen anfertige, auch öfters, und habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Deswegen werde ich das in diesem Fall genauso praktizieren. So, als nächstes werden jetzt die unteren Leisten provisorisch verklebt. Hierzu verwende ich jetzt Heißkleber. Ich sag's nochmal dazu: richtig, richtig heiß machen. Danach eben schon mal in Position drücken und mal so lange halten, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist, um sicher zu gehen, dass sich es jetzt nicht nur mehr verzieht. Und den endgültigen Verbund mache ich dann eben mit Holzleim. So, die beiden Gitter sind jetzt eigentlich schon fast fertig. Oben sind sie verschraubt. Unten ist die Plastikleiste eingeklebt. Von hinten sieht das Ganze dann so aus.
Und jetzt wird die endgültige Verklebung vorgenommen. Wie gesagt, also das ist nur meine Art und Weise, wie ich es mache. Ich verwende dafür diesen Holzleim. Der ist schnell härtend. Ich lasse das aber trotzdem den ganzen Tag aushärten, weil ich sie relativ dick auftrage. Werde es dann richtig schön mit dem Pinsel hier zwischen die ganzen Gitterteile hereinpinseln und eben in den unteren Teil, wo ich vorher nur den Heißkleber rein gespritzt habe, werde ich auch noch den dazu machen. Man könnte das theoretisch genauso gut mit Silikon machen oder einfach einen Zwei-Komponenten-Kleber, aber ich werde es jetzt mit diesem Holzleim hier machen. So, jetzt sind die beiden unteren Hälften mit Kleber bestrichen. Jetzt kann das Ganze aushärten und dann werde ich die andere Seite verkleben. So, auf der oberen Seite ist der Kleber jetzt fast vollständig ausgehärtet. Der härtet transparent aus. Man kann es hier noch, wo er leicht milchig ist, erkennen, dass er hier noch nicht ausgehärtet ist. Und jetzt wird eben, wie gesagt, die untere Schiene, die ich jetzt provisorisch mit Heißkleber fixiert habe. Da kommt jetzt auch nochmal der Holzleim rein und dann lasse ich das auch nochmal richtig aushärten. So, und danach kann man einfach mit einem Pinsel mit Wasser drauf gehen. Und das Ganze nochmal da richtig schön einarbeiten, dass sich das richtig schön verbindet überall. So, bis ich mich jetzt entschlossen habe, ob ich hier so einen Schrumpfschlauch zusätzlich noch anbringe, obwohl ich es eigentlich schon entgratet habe, werde ich jetzt vorerst einfach mal hier ganz leicht den Holzleim über diese scharfen Ecken pinseln. Weil der dann eben, wie ich es vorher schon mal kurz angedeutet habe, das härtet fast wie so eine kleine Gummibeschichtung aus und somit ist der Grat eigentlich schon ausreichend entschärft und man muss eigentlich auch nicht zusätzlich nochmal was anbringen. Das wäre dann eher rein wegen der Optik. Das werde ich aber ganz zum Schluss entscheiden. Jetzt mache ich es erstmal so fertig, wie ich es mir denke und tue es dann nochmal vor Ort am Auto anprobieren. Vielleicht bin ich ja so, wie es jetzt ist, schon damit zufrieden. So, verklebt ist nun alles. Da ich hier zufälligerweise gerade noch eine Grundierung übrig habe, werde ich jetzt hier noch eine Grundierung auf die Kunststoffleiste unten auftragen, damit ich da wirklich einen guten Verbund gewährleisten kann, wenn dann nachher der goldfarbene Felgenlack draufkommt. So, als finaler Schritt kommt also jetzt noch der goldene Lack drauf, passend zum Golden Eagle. So Leute, und so sieht das Endprodukt aus. Passt also super in die Scheibe rein und ist eben auf das Gold vom Golden Eagle abgestimmt. Und somit steht der nächsten Übernachtung im Auto nichts mehr im Wege. Ja, ich sage danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.